Herr Frey, wenn Sie hören Fair Play, was fällt Ihnen dazu ein? Dass man respektvoll miteinander umgehen soll, dass man die Regeln beachtet, die vereinbart sind und vielleicht auch, dass man auf die Schwächen der anderen eingeht. Fair Play für Sie nur im Sport, Fair Play für Sie auch im Leben? Ich glaube, Fair Play kann man im Sport ganz gut einüben, aber es ist natürlich wichtig, dass diese Regeln auch im Privatleben, im beruflichen und im privaten Leben gelten. Und was man im Sport geübt hat, das kann man dann auf den anderen Feldern auch ganz gut einbringen. Wann sollte man im Rahmen der Erziehung nach Ihrer Meinung damit beginnen? Ich glaube, es fängt ganz früh an und es fängt vor allem damit an, welche Haltung man dem Kind gegenüber einnimmt. Also es gibt ja auch in der Erziehung, in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern sowas wie einen fairen, respektvollen Umgang. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn die Kinder das spüren, dann geben sie es auch als Erwachsener zurück. Die Gewalten an den deutschen Schulen haben zugenommen. Was haben Sie aus dem Bauch heraus für eine Message? Was kann man den Jugendlichen empfehlen, anstatt sich gegenseitig, in Anführungsstrichen, was auf die Nase zu haben? Was sollen sie machen? Ich glaube, dass Gewalt immer etwas mit Ursachen zu tun hat. Und um sie wirksam zu bekämpfen, muss man sich auch mit den Ursachen auseinandersetzen. Das ist keine Rechtfertigung, aber doch eine Erklärung. Aber auch Jugendliche sind in ihrem Umgang miteinander natürlich auf Respekt voreinander angewiesen. Das kann man einüben. Und da spielen die Schulen, spielen die Lehrer eine große Rolle dabei. Wir danken Ihnen sehr. Gerne.